Ich bin Martin Jenert, ich darf durch die nächste Session führen und mit mir hier ist eine Mana Farm und ein Raphael Schad. Herzlich willkommen, Raphael, schön, dass du da bist. Und wir haben ein bisschen Zeit, um über Indoor Farming 2.0 zu reden. So viel weiß ich schon jetzt. Den Rest finde ich mit euch zusammen raus, und übergebe schon als erstes an dich, weil du was vorbereitet hast. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich auch, dass es heute so gut geklappt hat, dass wir hier zusammen sein können und das Event machen können, obwohl ja durch die Pandemie solche Sachen immer schwieriger oder aufwendiger geworden sind. Genau. Also ich möchte heute die Mana Farm, unser Startup Mana Farms, vorstellen. Und wie Martin auch schon gesagt hat, ne, macht, wenn ihr Fragen dazu habt, stellt die einfach in den Chat und dann stehe ich euch sehr gerne Rede und Antwort, denn ich finde das Thema, was ich heute präsentiere, einfach immer super spannend und könnt da stundenlang drüber diskutieren. Genau. Genau. Du hast mir vorher im Vorgespräch gesagt, 2.0. 2.0, 4.0 habe ich alles schon oft gehört. Aber sozusagen seid ihr dabei, dass Indoor Farming auf die nächste Stufe kommt. Und da sind wir auch im Sustainability-Aspekt. Also es geht ja heute ein bisschen um Nachhaltigkeit. Inwiefern ist es nachhaltiger geworden? Es ist so ein bisschen der Punkt, dass wir wollen quasi wir bauen, um das nochmal quasi zu sagen, wir bauen Indoor Farming Systeme, ja, und vertreiben die. Und unser Anspruch eben, unser Plan ist, dass möglichst viele Leute eben diese Mana Farms nutzen können. Damit eben dieser Sustainability-Aspekt, der mit einem Indoor-Farming-System kommt, eben auch weit verbreitet ist, und nicht nur auf ein paar wenige erstmal spezialisiert ist. Genau, und deswegen haben wir in unserer Mana-Farm quasi sehr, sehr starken Fokus auf Nutzerfreundlichkeit, Usability und Effizienz eben gelegt. Es ist so ein bisschen, deswegen sage ich, dass es die Farm 2.0, weil das Thema Indoor Farming, das gibt es ja auch schon eine Weile, ja. In Japan gibt es das schon ein paar Jahrzehnte, in den USA wird das auch schon länger gemacht. In Deutschland die bekannteste Firma wahrscheinlich Infarm aus Berlin, die das in Supermärkten stehen hat. Und ja, wir sagen jetzt, okay, wir wollen wirklich, dass mehr Leute diese Farm bei sich in der Gastronomie oder in der Hotellerie eben nutzen können. Und deswegen sagen Genau, wir. das war nämlich schon meine Frage. Also für meine Wohnung ist es ein bisschen zu hoch Genau. tatsächlich im Also Moment. du siehst hier, das ist erstmal ein ordentliches Gerät. Und es ist wirklich dafür gedacht, dass sich ein Gastronom selbst versorgen kann, ne? Okay. Also für manche würde das ausreichen, wenn man seine Salate drin macht. Für viele würde es ausreichen, wenn er seine Frischkräuter drin macht. Aber bevor ich jetzt viel erzähle, würde ich vielleicht einfach mal sagen, wir machen das Ding mal auf, Okay. ja, und dann gucken wir einfach mal kurz rein. Und dann sage ich eben, warum wir das Farming 2.0 eben machen, ne? Also es ist ja so, dass in der Gastronomie muss ja wirklich alles gestreamlined sein. Es muss einfache Prozesse geben und es muss vor allem auch jeder machen können. Ne? Also die Idee ist eben, dass man jetzt kein Ingenieur sein muss, um das Gerät zu bedienen, sondern die Idee, dass es einfach wirklich jeder machen kann. Und dafür haben wir ein mobiles Kanalsystem entwickelt, das wir auch mit patentiert haben. Und ich zeige dir einfach mal ganz kurz, wie das funktioniert, ne? Also wir haben hier einen geschlossenen Wasserkreislauf, also von unten, von einem Tank, wird das Wasser auf jede Ebene verteilt und in jeden einzelnen dieser Kanäle eben eingespeist. Wenn man jetzt sagen möchte, man möchte hier was abernten, ja, dann muss man nicht, wie bei vielen Farming-Systemen, irgendwie so ganz runtergreifen, um die hinteren Pflanzen zu bekommen, sondern man hat die Möglichkeit, einfach das Wasser abzustellen. Ja, das sind hier eben so Kugelhähne drin. Dann stellt man das Wasser ab. Dann nimmt man einfach diesen Zuwasserschlauch raus. Ja, kann ihn dann zum Beispiel beim Nachbar mit reinstecken und das Wasser auch wieder anschalten. Und die Idee dahinter ist eben, dass man dieses Kanalsystem einfach
mal kurz anhebt, um das Wasser nach hinten auszukippen. Also nach hinten läuft das dann runter und kommt wieder im Tank an. Du hörst es gerade auch ein bisschen plätschern, ne? Genau. Und dann kann ich diesen kompletten Kanal einfach rausnehmen, ja? Und den kann ich dann auch mit in die Küche nehmen und dort auf der Arbeitsplatte verarbeiten. Dann auch ganz einfach mal schnell durchreinigen. Ne? Das ist auch ein Aspekt. Die müssen natürlich auch regelmäßig gereinigt werden, aber es geht natürlich viel einfacher, wenn die nicht fest verbaut sind. Dann packe ich hier neue kleine Pflanzen rein und gehe wieder zur Farm und stecke das ganze Gerät quasi wieder rein. Und dann wie lange dauert es dann, bis der nächste Salat gewachsen ist? Bei Salaten haben wir ungefähr einen Wachstumszyklus von 30 Tagen. Mhm. Und man kann es auch ein bisschen kürzer halten, je nachdem. Viele wollen auch Baby Leaves haben. Ja? Die würden sagen, das hier ist schon perfekt. Ne? Ja. Und da bist du nach 2 Wochen. Okay. Ne? Also da ist wirklich individuell und das wollen wir eben auch begleiten bei einem Gastronom, dass wir seine individuelle Farm auch mitgestalten. Ja, dafür gibt es Videodokumentation etc. und auch individuelle Beratung. Mhm. Da wird dann eben gesagt, okay, ich möchte zum Beispiel Baby Leaves haben, ja. Dann sagen wir, ja, okay, dann bekommst du die und die Samen von uns. Ja? Also wir haben da auch einen großen Saatgutpartner, mit dem wir jetzt gerade eine Partnerschaft eben aufbauen. Und der uns mit den besten Saatgütern für Hydroponik versorgt. Und dieses Knowledge, das geben wir quasi direkt weiter an den Kunden. Okay. Ne, der das dann stelle ich mir das nutzt. Dann so vor, dass ich im Restaurant bin und statt meinem Hummer, den ich früher ausgewählt habe, aber jetzt bin ich Veganer geworden oder Vegetarier, jetzt kann ich mir meinen Baby Leaf Salat auswählen, genau. Der dann in die Küche wandert und dann habe ich diese. Genau, also das ist tatsächlich Event, oder? Genau, das ist tatsächlich ein sehr guter Vergleich mit dem Hummerbecken. Das wurde jetzt auch schon in Gesprächen mit interessierten Kunden öfter mal gesagt. Das ist ja super, das ist ja genauso wie der Hummerbecken, wie das Hummerbecken. Und man sucht sich dann eben seinen eigenen Salat raus. Kann man natürlich so machen und das eben als Kundenexperience noch mit angeben. Ne? Also wir können einfach sagen, oder der Gastronom kann sagen, schaut her, unsere grünen Pflanzen, die wachsen hier bei uns. Ja? Wir haben keine extra Lieferwege dafür. Das bedeutet, wir sparen noch eine Menge CO2. Ja? So ein System braucht viel weniger Wasser als auf einem traditionellen Feldanbau. Und das Verrückte ist ja, dass wenn man hier aus dem System die Pflanzen erstmal probiert, dann sind die einfach so viel intensiver, wie man das jemals sich vorstellen kann. Also die Geschmäcker vom Basilikum, wir hatten letztens ein Zitronenbasilikum, der schmeckt tatsächlich wie ein Kaugummi, also wie so ein Zitronenkaugummi. Und das kann man eben seinem Kunden dann auch noch speziell anbieten. Damit hast du mich auch am meisten getriggert, als du gesagt hast, der Geschmack ist so viel besser. Ja. Und ich kann heute wahrscheinlich probieren, aber wenn Leute zuschauen, die dummerweise bei einem digitalen Event dabei sind, wo können die das denn probieren? Gibt es schon das irgendwo in einem Restaurant auszuprobieren oder müssen die bei euch in die Spinnerei kommen? Ihr seid in Leipzig, produziert in der Nähe. Wie funktioniert, also wo kann ich den Geschmack das erste Mal erleben? Wie viel muss ich bezahlen? Genau. Es gibt die Möglichkeit natürlich, das bei uns in der Spinnerei eben sich anzuschauen und eben zu probieren. Wir werden mittlerweile in den nächsten Wochen auch bei 2 Läden in Leipzig stehen. Das ist einmal die Mule-Kantine in der Spinnerei und einmal der Unverpackt-Laden in der Südvorstadt. Mhm. Und da ist das möglich, diese Pflanzen dann auch mal wirklich in live und echt zu probieren und sich wahrscheinlich auch seine eigenen Pflanzen rauszusuchen. Okay. Genau. Also meine Hand zuckt halt schon die ganze Zeit und ich will schon die ganze Zeit hier reingreifen. Habt ihr schon Fragen? Haben wir schon Fragen aus der Gemeinschaft? Es ist neu, wir müssen erstmal uns an den Chat gewöhnen. Internet Neuland wird es wohl für immer bleiben. Ich habe ja noch die Frage, wenn ich das jetzt gut finde und so ein Indoor Farming 2.0 irgendwie unterstützen will, was kann ich denn für euch am Ende im Moment tun, wenn ich, wie kann ich euch helfen? Also wir sind gerade dabei, also wir bauen eben dieses Gerät gerade in einer kleinen Serie. Diese Version wird, wie gesagt, bei 2 Partnern in Leipzig stehen. Dann wird es noch ein, 2 Iterationen weitergeben.
Und dann sind wir so weit, dass wir ungefähr im Herbst diesen Jahres eben die erste Serienproduktion ausrollen. Und hierfür starten wir so langsam, dass wir Vorbestellungen annehmen. Und auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch sehr gerne schneller wachsen. Ja, wir wollen eben dieses Thema, dieses Sustainability-Thema wirklich in die Menge bringen. Und deswegen werden wir auf jeden Fall eine Finanzierungsrunde auch starten gegen Herbst oder Ende des Jahres. Mhm. Und sowohl für interessierte Investoren als auch für interessierte Kunden haben wir auf unserer Webseite eine URL gemacht, die heißt www.manafarms.io/sus für Startup Safari. Ja? Also www.manafarms.io/sus. Da ist ein Kontaktformular drauf. Das könnt ihr einfach ausfüllen und dann kommt ihr quasi direkt bei mir raus und dann rufe ich euch schnellstmöglichst zurück und alle sind herzlich eingeladen, bei uns in der Spinnerei mal vorbeizugucken. Natürlich unter Einhaltung der entsprechenden Maßnahmen. Aber da so langsam geimpft werden, glaube ich, können wir das demnächst mal anbieten. Okay, also ihr helft erstmal die Logistik ein bisschen kürzer zu machen für sauberes, leckeres Essen mit weniger Wasserbedarf als vorher. Mhm. Kontrolliertere Bedingungen. Und ich empfehle es am besten meinem Tesla-fahrenden Kumpel, der eine Spitzengastronomie hat und auf Tech steht. Mhm. So würde ich das genau, im Moment einschätzen. Das ist erstmal unsere Herangehensweise. Wir wollen eben das erstmal in eine Spitzengastronomie und Hotellerie eben geben. Und dadurch quasi, so wie du schon sagst, wie Tesla im Prinzip, ne? Erstmal wirklich im hochpreisigen Gastro-Segment anfangen, damit die Leute, die auch wirklich eine Marge bringen können, die das wirklich auch, bei denen Qualität und Geschmack wirklich an oberster Stelle steht, dass die so ein Gerät benutzen können, ja, und dann werden wir Stück für Stück eben die Marktsegmente ausweiten, dass es wirklich dann auch in die Masse geht, aber jetzt genau ist erstmal Fokus auf diese besondere hochpreisige Gastronomie, okay, weil das für die auch mit am meisten Sinn macht eben. Schön, schön. Haben wir Fragen aus der Audience? Gut. Du nimmst ein Wasser zum Überbrücken. Mhm. 400 hast du mir gesagt, ist die Zahl. Was denkt ihr, was 400 für eine Zahl hier sein könnte? Diese Größe? Ich zähle mal runter. Was ist 400? Ja, also wir können in dieser Farm circa 400 Pflanzen pro Monat, also wir haben circa 400 Pflanzplätze und können da je nach Pflanzart so 400 bis 500 Pflanzen pro Monat rausbekommen. Und damit ist es halt wirklich eine Größenordnung, wo man sagen kann, für gewisse Pflanzen, ja, da kann man sich wirklich komplett selbst versorgen und ist komplett unabhängig von seinem Lieferanten, ja, und andere Sachen, man kann wirklich andere Sachen auch anbauen, die man gar nicht von einem Lieferanten bekommt. Das ist immer noch eine gute Sache. Also wenn ich so Biodiversity-Freunde habe, die auf, keine Ahnung, ich vermisse zum Beispiel eine Kakaobohne mal zu essen in echt, seit ich hier in Mitteleuropa wieder bin, kriege ich keine Kakaobohnen frisch mehr zu essen, was das beste Esserlebnis für mich war. Das könnte ich hier drin anbauen lassen? Das könntest du wahrscheinlich auch machen. Da ist jetzt dann wirklich auch die Frage, was man damit erreichen möchte. Also theoretisch gehen sehr viele Pflanzen in so einer Farm. Aber wirtschaftlich lohnen sich vor allem Pflanzen, eben den hohen Wassergehalt haben, die schnell wachsen. So langsam Tomaten lohnen sich auch langsam. Kakao etc., da braucht man schon den Willen dahinter und dann braucht es auch mehr Zeit. Ich habe in der Tomatenernte mal die Tomate mit dem höchsten Zuckergehalt geerntet und die kann man nicht transportieren, die ist immer aufgeplatzt. Ja. Wir hatten sehr viel zu essen, weil sobald eine geplatzt ist, verrottet halt der Rest in dem Paket. Deswegen Golden Sunrise empfehle ich euch hier. Okay, ich habe sie noch nicht in Europa gefunden. Sie ist wirklich das toll gewesen. Spannend. Haben wir Fragen aus der Audience? Wie oft muss ich... Oh! Also technisch quasi
Ja, sehr gut, sehr gerne. Gebe ich da ein paar Infos. Wir haben hier selbst designte LED-Lichter drin. Die hat unser technischer Mitgründer, der Richard, designt. Da gehen wir jetzt vor allem auf 2700 Kelvin. Das hat den Hintergrund, wir haben verschiedene Lichtspektren schon getestet. Der Hintergrund, warum wir erstmal jetzt auf 2700 Kelvin bleiben, ist, dass diese Farbe, diese Lichtfarbe schon einen Großteil des Spektrums abdeckt, was die Pflanze eben benötigt. Man kann auch noch Licht zumischen, man kann auch dieses verrückte Rot-Violett-Mischung machen. Da wird man aber manchmal ein bisschen verrückt, wenn man zu lange reinguckt. Aber diese 2700 Kelvin, das sind eben so Standard-LEDs, die bei uns in Häusern etc. ganz viel verbaut sind. Ja? Und dadurch sind die einfach schon so viel effizienter gemacht worden als spezielle Grow-LEDs, ja. Dass man wirklich 95% von dem gleichen Ergebnis mit viel weniger Energie schaffen kann. Kannst du eine Energiegröße noch nennen? Also unser Starlink auf dem Dach, das uns mit Internet aus dem All versorgt, hat 100 Watt. Und ich habe dann gemerkt, so, oh, 100 Watt ist schon ganz schön viel. Wie viel verbraucht denn sowas? Was also ich kann dir, ich kann dir ungefähr sagen, hier haben wir, wenn das Teil wirklich voll läuft, ja, dann haben wir circa 15 Kilowattstunden am Tag. Ja, da sind wir dann, je nachdem, Gastronomie hat normalerweise Gewerbestrom, ja, da sind wir bei 3-4 Euro am Tag und das eben auf die 400 bis 500 Pflanzen gerechnet, kommt man auf doch schon gute, geringe Energiekosten pro Pflanze. Okay. Ja. Ja, bitte. Ja, sehr gute Frage, genau. Wiederhole sie nochmal. Ja, also oder ich wiederhole sie. Hydrokultur, Erde möglich oder beides? Also dieses System ist auf eine Hydrokultur ausgelegt. Deswegen hatte ich eben gesagt, ne, also das Wasser kommt ja von unten vom Tank und dann wird es auf jeder Ebene durch diese Schläuche eingespeist. Und Hintergrund ist eben der, dass in einer Küche, in der Gastronomie, ist ja gar keine Erde erlaubt. Aus dem Grund, dass ich gerade was kaputt, indem ich das hier hochhebe? Achso, nee, nimm das ruhig raus, genau. So, genau, also perfekt. Hier sieht man ein Beispiel. Genau, also die wir haben hier so ein Plug, in dem der Samen sitzt. Hier ist so die. Das direkt mal gezeigt. Erde, glaube ich doch, oder? Nee, das ist ein Torfschaumstoff. Aha, okay. Ja, denn hier habe ich nochmal einen kleinen. Der wird trocken geliefert. Und da wird der Samen eben eingesetzt, dann kommt das erstmal in so eine kleine Kiste, wo das dann keimt. Ja? Und dann wird das, wenn das in die Farm gesetzt wird, in so einen Plughalter gesetzt. Ja? Und den hier haben wir zum Beispiel auch selbst designt und 3D gedruckt. Also wir machen ganz viel mit 3D-Druck, um einfach so Kleinigkeiten besser zu machen. Mhm. Also um die Frage nochmal kurz abzuschließen, komplettes Hydrosystem, weil eben die Gastronomie keine Erde in der Küche haben darf. Aha, okay. Und wir auch herausgefunden haben, dass in einem Hydrosystem einfach Blätter und Geschmäcker irgendwie größer werden. Mhm. Also wir haben Genovesa, da ist teilweise, hast du handgroße Blätter, da kann man so ein Schiffchen machen. Okay. Draus. Genau. Und nochmal kurz, um weiterzugehen, wir haben eben viele Kleinigkeiten, die in aktuellen Systemen oder in aktuellen Materialien, die man für Hydrosysteme bekommt, schwierig sind, haben wir eben jetzt durch Rapid Prototyping, eben durch 3D-Druck etc. schnell gelöst. Normalerweise, wenn man so Pflanzen hier reinsetzt, da hat man so eine Art Netztopf. Ja, und dann macht man so vielleicht Tonkügelchen oder so mit rein. Und dann führt das aber dazu, dass die Wurzeln, ja, die Wurzeln sich da richtig schön fest und du kannst den eigentlich fast mit wegschmeißen. Also es ist wirklich schwierig und aufwendig, den ordentlich zu reinigen, dass man ihn wieder benutzen kann. Und deswegen haben wir eben solche Plughalter entworfen. Und du hast es, glaube ich, hier schon gesehen, ne? Die sind hier rund und nach unten quasi nochmal offen, so dass man wirklich einfach die Pflanze mit der Wurzel nochmal rausziehen kann. Ja? Dann kann man die super schnell und einfach sauber machen und man hat keinen extra Abfall. Aber den 3D-Druck, den benutzt man sozusagen genau, immer wieder? Genau, das benutzt du immer wieder. Okay.
Das machst du einfach sauber und benutzt ihn immer wieder. Also deswegen ja. Lebensmittel oder allgemeine Abfallvermeidung, sowohl Lebensmittelabfälle als auch sonstige Plastikverpackungsabfälle, ist ein wirklich wichtiger Punkt für uns. 3D-Druck ist ja auch noch ein bisschen Abfall, aber der entsteht wenigstens nur einmal. Torf ist auch ein bisschen so Nachhaltigkeitsthema. Mhm. Immer einen Gedankenwert, genau. Glaube ich. Aber auf jeden Fall. Also wir gucken da auch immer, was es so gibt, ne? Und gucken auch immer nach Alternativen. Ja. Natürlich, man muss erstmal irgendwo starten. Ja. Jetzt bin ich noch, letzte Frage oder wie? Oder Frage aus dem Publikum? Frage aus dem Publikum, fantastisch. Du meinst jetzt Fische, also du meinst eher Aquaponik wahrscheinlich. Ja, also okay, dann ich gehe nochmal kurz drauf ein. Es gibt die Möglichkeit, so ein System in Kombination mit Fischen zu machen. Ja, das heißt dann, dass man statt einen Wassertank quasi ein Aquarium hat und dann die Ausscheidungen der Fische nochmal zum Beispiel in einem Extratank aufbereitet und die dann hier durchführt. Ist aber ein sehr fragiles System. Es gibt Beispiele, da klappt das super, ja. Das sind aber meistens in größeren Ausmaß, so richtige Farmen. Für ein System in der Gastro haben wir jetzt erstmal gesagt, das ist zu das ist nicht reliable erstmal. Ja, also wir wollen wirklich, dass der Gastronom da sagen kann, okay, monatlich 50, 60 Kilo Salat, ja, monatlich 23 Kilo Frischkräuter. Deswegen brauchen wir erstmal ein System, was zuverlässig ist. Und das können wir eben mit so einem Hydrosystem garantieren. Da kommt noch eine Frage, ich freue mich. Verschiedene Layer, verschiedene Ansprüche nach Qualität von Temperatur und Feuchtigkeit und Licht, also so wie eine Meinregal quasi. Ist das möglich? Ist das, kann man verschiedene Sachen einbauen? Genau, also es ging jetzt, die Frage ist, kann man hier verschiedene Klimabedingungen schaffen? Ja? Aktuell in dem System geht das noch nicht. Wir können aber in dem System nichtsdestotrotz viele verschiedene Sachen anbauen. Also wir sehen hier ein Basilikum, wir sehen Salate, wir haben, haben wir vor ein paar Tagen erst rausgenommen, Pak Choi. Also es gibt viele, viele Grünpflanzen, die schon gut zusammenpassen. Wenn man jetzt wirklich was sehr Spezielles machen möchte, dann würde es Sinn machen, eine Farm dafür extra abzustellen. Mhm. Ja, also so ist das ist der Hintergrund eben, das ist sehr, sehr weit gefasst, man kann sehr viel damit machen, aber auf spezialisierte Sachen lieber dann ein getrenntes System nutzen. Okay. Ja. Die CO2-Bilanz, wie sieht die denn so aus? Ist eine sehr gute Frage, denn wir sagen immer, der größte Faktor im CO2-Bereich, der kommt eben aus dem Strom. Ne? Also es kommt eben vor allem darauf an, wo kommt dein Strom her? Ja, das muss jeder ja für sich persönlich entscheiden. Aber wir sagen immer, also wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, dann sagen wir denen, hey, nutzt einen nachhaltigen Stromanbieter. Und wenn ihr das auch macht, konsequent, dann hat das quasi keinen CO2-Ausstoß, ja? Also im laufenden Betrieb durch die Stromkosten. Und Stromkosten sind 90-95% der Energiekosten, die überhaupt hier bei so einer Farm entstehen. Naja, 450 Kilowattstunden im Monat ist halt schon eine Hausnummer, sag ich mal. Ja, sind so ungefähr 100 Euro, ein bisschen mehr, 120 Euro. Und das in CO2 zu überrechnen, bitte ich euch zu machen, weil ich da auf der Bühne nur versagen kann. aber das dann runterzurechnen auf 400 Stück wäre was Spannendes. Wenn ich jetzt tüfteln will und ich noch nicht, also ich habe meine High-Class-Cuisine noch nicht in Angriff genommen, würde sowas aber gerne ausprobieren. Mhm. So. Wo würde ich denn damit anfangen?
Oh, es gibt mittlerweile wirklich auf YouTube super viel Tutorials einfach zu dem Thema. Es gibt das Equipment, so Kanäle etc. Im Internet, sogar auf Amazon etc. zu kaufen. Und da würde ich einfach erstmal wirklich was ganz Einfaches bauen, vielleicht sogar auch was auf der Fensterbank, was einfach nur ein zirkulierendes Wassersystem hat, ein bisschen Nährstoffe reinmachen und einfach erstmal gucken, wie sich das so verhält. Mit welcher Pflanze? Oh, Basilikum ist wirklich da am besten geeignet. Ich sag Okay. mal, Basilikum, da kann man viel falsch machen und die Pflanze verzeiht es einem. Okay. Genau. Super. Noch mehr Fragen aus dem Publikum? Dann schreibt an Raphael via manafarms.io/sus, wenn ihr es ganz genau haben wollt.